Hallo zusammen und willkommen zurück zu Call to Arms mit Torrent. Heute, ihr seht sie alle auf dem Schirm, Kirito Miyamoto, die kennt ihr schon, und die Putzkraft in Teilzeit ist jetzt auch dabei. Wunderbar. Servus. Moin. Guten Tag. Sehr schön. Wunderbar. Wir spawnen im Westen, ich kann es schon sehen. Ah, okay. Geil. Ja, weil guck da, mal, wie man es hat. Am Anfang ist das Bot. Genau. Ja, stimmt, ne? Ah, ja, ja. Okay, ja, macht Sinn. Okay, dann holen wir uns mal unsere. Auf geht's. Okay. Ne? Bist du wohl auch die Pause zu machen? Ja, danke. Und steh hier. Okay, dann verteilen wir mal. Putzkraft, hast du irgendwelche Vorlieben, was du haben möchtest, so? Oder ist es dir egal? Ich bin Infanterie und mir ist es zum größten Teil eigentlich egal. Okay. Also dann gebe ich dir mal, du kriegst Infanterie und die Pack, die 37er erstmal. Flak. Ja, die Flak, die 37er Flak, richtig. Ich nehme den Panzer. Das können wir jetzt auch vergessen, dass wir das immer mal hin auf die Reihe kriegen mit dem Flak und Pack. Oh, das wird jetzt immer schwieriger hier. Oh mein Gott. Ja, wir sind jetzt zu viert. So. Da ist noch ein MG. Komm, mein Flammenwerfer. Kirito, das MG aber jetzt hier. Jetzt können wir uns besser auf unsere Soldaten konzentrieren. Jetzt haben wir weniger. Ja. So, dieses MG bekommt auch Simo. Okay, hier, das ist die der 8-8er Bringer. Alter! Da geht er schon ab. So, und das Field-Geschütz, das geht auch erstmal wieder. Simo, ich glaube, du hast jetzt nicht so viel abbekommen, Kirito, oder? Ich habe jetzt das MG und den Flammenwerfertrupp. Ich kann oder sag die Sträflinge mit Flammenwerfer. Warte, ich gebe dir noch den LKW hier erstmal, Simo, da kannst du den, genau, dein Geschütz mitnehmen. Ich gebe dir noch einen Mörser, Kirito. Ist das nicht nett? So. Okay. Wie teilen wir uns auf? Wer geht wohin? Ich gehe mal davon aus, dass wir eher aus dem Osten angreifen werden. Also die oberen zwei Punkte werden wahrscheinlich. Ich denke auch. Angegriffen. Fahren wir erstmal nach A und dann verteilen wir uns. Also, ich wollte gerade zu A marschieren. Oh. Welcher Punkt ist denn hier A? Ah, der in der Mitte, okay. Ja, ist der in der Mitte hier. Ja. Nimmst du eigentlich auf? Ja, klar. Ja, nee, ich wollte es nur sagen, weil. Ja, hier war mal knallhart mal hier den LKW fahren beim Hinfahren mit der Kanone. Die sind dann eigentlich ein komisches MG. Das ist das Deutsche. Das ist das Russische. So. Die guten LKW-Fahrer. Sag doch nichts gegen dieses gute russische MG, das haben meine Ostlegionäre erobert. Für die gute Sache. Oh shit. Und ich hab ja erstmal die KI kann kein Auto fahren. Überschätzt. Ja, ich will schnell hinfahren, dass ich den LKW hier abgeben kann, dass die Pack die 37 auch abgeholt werden kann. Also ich stelle die 8-8er mal an, auch bei A auf. So wahrscheinlich das auch. Das einzige Fahrzeug, was bei mir rumbackt, ist mein LKW. Ich weiß nicht, warum, der hat Probleme. Alter! Dieser Medics sind echt lebensmüde. Das ist mir einer fast gerade fast vor Ding gesprungen hier. Die guten Sanitäter, die ich extra mit Gewehren ausgerüstet habe, um sich damit sich besser wehren können. Ja, da ist eine 8-8er im Punkt, aber die kann man leider nicht besetzen, glaube ich, oder? Die 8-8er ist kaputt. So. Putzkraft, ich habe dir den LKW bei A noch, den kannst du für die. Ja, okay. Packtransport verwenden. Oh je, ich glaube, ich habe da einen riesen. Fuck. Weil der LKW hat eigentlich das Geschütz angehängt. Aber der LKW ist 100 Meter vor dem Geschütz auf der Straße. Oh, Kirito, jetzt kriegst du einen T-34. Oh je. Glückspilz. Jetzt kriegst du auch noch deine üblichen Medics. Okay, der Mörser und die Munition nehme ich mal.
Hier ist noch Infanterie, das kriegt die Putzkraft. Du bist noch ein MG, das kriegt nochmal der Simo. Hä? Ich lasse den Munitionstruck erstmal auch bei A in der Mitte stehen. Oh, guck mal, die 88er traurig ist hier. Lässt voll das Rohr hängen. Ah. Die Flak ist verreckt. Was? Was? Die ist hängen geblieben. Es ruckelt auch. Ah, Leistungsabfall. Es ist bei mir wieder. Ich weiß nicht, was los ist. Manchmal ist es tageweise. Ist das in der Zugkacke? Da ist dein. Du hast einen Sanitäter, ne? Ja, genau. Okay, da. ohne Falls. Geil. Ja, kann aber passieren, ne? Und ein T-34 hat den LKW, den Opel Blitz gekillt. Kirito. Das war die KI. Unfassbar. Ja, und mein Infanteriegeschütz ist, keine Ahnung, was damit jetzt ist. Ich kann es nicht mehr auswählen. Das Problem hatte ich auch mit dem MG in der einen Mission. Alter, was ist das denn hier? So, hast du kurz vor dem Finale, jetzt lassen alle nach, ne? Jo, also ich weiß nicht, was mit meinem Geschütz ist, ob das jetzt noch geht oder nicht, weil ich kann den LKW nicht mehr auswählen. Die Jungs sehen auf jeden Fall sehr entspannt drauf aus. Mann. Versuch's mal mit dem Kasten zu ziehen und auszuwählen. Geht nicht, das ist weg, ich kann es auch nicht mehr links auswählen. Ich habe nur noch die Munitionskiste und die zwei MGs, das Geschütz. Das ist ein sehr schönes Farmnet hier, ne? Dieser brennende LKW. Auerer Straße. Soll ich mal mit dem T-34 dagegen fahren? Vielleicht hilft's ja. Ja, das hat bisher auch sonst gut geholfen. Ach, es kann doch nicht wahr sein, dass ich mein. Ich hab so ein Pech mit meinem Scheißgeschütz, ne? In der letzten Runde ist mein. Aus dem Osten kommen sie. 7,5er Pack durch diese scheiß Minenfeld gestorben. Ey, du siehst ja, wo die langlaufen wollen. Musst halt drauf achten. Ja, danke schön. Sagt der Typ, der den TV-Umsatz ja einfach blind rübergeschickt hat. Nein. Hätte ich das alles bedacht hier? So, ich mach dich mal da als mobiles MG auf und den Fuel-Truck hier. Hat jemand irgendwie vielleicht noch ein paar Infanteristen für hier übrig? Miyamoto, guck mal, bei Infanteriegeschütz. Ja, die sind, ich sehe es, dass sie sich wieder bewegen und das. Aber ich kann sie nicht auswählen. Ich kann ihnen leider nichts sagen. Ach Mann. Bist du sicher, dass du sie nicht auswählst? Ja, ich kann weder den LKW auswählen noch die Typen. Und ich habe sie auch links nicht mehr in der Auswahl. Ich kann nichts mehr mit ihnen machen. Ah, jetzt müsstest du das Geschütz jetzt wieder auf der richtigen Seite. Ja, ja. Und das hängt auch wieder hinten dran und die Typen sitzen auch da so komisch, aber ich kann nichts machen. Schieb. Oh, oh. Versuch was zu machen. Oh, oh. Ich glaube, wird gleich drauf schießen, ne? Verbunden. Deswegen, ja. Wenn der LKW kaputt ist, ist auch der erste Schutz als. Oh, der Typ. Dankeschön. Du hast diesen Typ da rausgesprengt. Kannst du jetzt bewegen? Den kann ich sogar wieder auswählen, ja. Oh mein Gott. Aber der ist komplett rot. Der hat nur 5 Leben von 200. Ich glaube, der ist bewusstlos oder so. Der macht jetzt kann er wieder laufen. Warte mal, ich tue ein Medizinzelt aufbauen. Oh mein Gott. Bei A ist Medizinzelt. Jetzt hat er wieder 6 Leben. Er kann wieder laufen. Aber. Feindliche Infanterie kommt aus dem Wald. Hinter A im Wald ist ein Medizinzelt. Da kannst du sagen. Sehr schön, sehr schön. Das ist der Flammenwerfer. Sehr gut. Warte mal. Nimm mal die guten HE-Granaten hier. Ja, geil, oder? Die Ära des Geschützes hat sich erledigt, indem es einfach in den LKW festpackt. Also, sieht so aus, als ob die
da sitzen würden und sofort, sobald was kommt, schießen, also... Ja, ja, ich sag ja, das sieht so aus, als würden die auch noch reagieren können, aber... Oh, da kommt schon der erste Panzer. Ah, T-34. Und da ist er. Treffer, lade nach. Zweiter Treffer. Ich denke, ich habe seine Crew, beziehungsweise zumindest seine sehr schönen Panzersoldaten ausgeschaltet. Da schießt man es auf die 8-8er, glaube ich. Genau. Ja. Artillerie? Artillerie, ja. Das erste Mal in dieser Kampagne, dass wir gegen Artillerie kämpfen müssen. Da kommt noch ein T-34. Ja, da ist er. Oh mein Gott, der stürmt ja voll drauf zu. Boah. Na los, stirb, Junge. Sieht gut aus. Ich, Okay. Ich nehme mal den Panzer. Fahr mal auf die rechte Flanke raus und guck mal, ob ich da diese Arti erledigen kann. Okay, Flak-LKW kommt. Hoffentlich erwische ich den, bevor er mich erwischt. Wir wissen ja, dass die russischen Flak-LKWs äußerst gefährlich sind. Verdammt, die sehen einfach nicht. Okay, der ist schon mal raus. Ist nicht ganz gut geschützt hier in dieser Ecke, im Panzer. Oh, sehr schön. Wow! Da hier. Oh mein Gott. Okay, die greifen jetzt aus einer sehr, sehr eigenartigen Angle aus. So, nächste Truppe ist drin. Okay. So, die Pack gebe ich dann wieder dir, Miyamoto. Wahrscheinlich muss die nach rechts außen. So, ich habe auch noch einen Panzer. Kann ich aber zur Not auch selber dedikieren. Also ich muss mal an den äußeren Punkt fahren. Oh, shit. Ist ein LKW weniger? Irgendwas Geschützmäßiges vor deinem Panzer links auf dem Feld. Ja, das ist da hinten, das ist die Arti. Ich versuche die nochmal zu spotten. Bisschen weiter nach oben, glaube ich. Bisschen weiter nördlich. Ja, hier in der Ecke war die auf jeden Fall irgendwo. Nicht, dass der mich tatsächlich hier direkt sieht und durchschlägt. Oh mein Gott, jetzt kommt der Verstärkung direkt eine Stelle rein. Oh, wo
ist der? Hoch, du musst noch weiter nach Norden. Der müsste eigentlich direkt vor dir sein. Ja, hier irgendwo. Nee, du bist schon am Kartenrand, du musst weiter nach links. Du musst praktisch wieder zurück die Kurve weiter. Ja, genau, da ist schon ein Geschütz, was auf dich zielt. Achtung, Achtung! Links von dir, direkt Geschütz, fahr weiter, nicht stehen bleiben, nicht stehen bleiben. Weiterfahren. Du stehen bleibst, schießt er dir in die Seite. Da ist er. Ja. Panzer. Panzer. Oh oh. T60. T70. Ja. Mein Gott, ich muss auch immer weiterfahren. Ich glaube, hier ist der. Ja, müsste da vorne sein. Ich höre. Zieh dich zurück, da kommt nämlich die nächste Welle. Jetzt Rückzug. Ja, ich fahre jetzt rückwärts hier. Das dürfte halt dauern. Da oben ist sowas ähnliches wie ein 88er. Ja. Wie ein 88er. 85. Ja, du hast ausgeschaltet. Flak-LKW ist auch da. Wow. Ich schläg wohl schon ein hier. Oh, Junge. Der Karren lebt noch, der schießt noch. Achtung, du hast nur den LKW zerstört. Ah, jetzt okay, doch, sie sind weg. Okay. Boah, ich will hier weg. Ich hab Angst, mich umzudrehen. Ja. Jetzt kommt erstmal keine Verstärkung mehr. Hier liegt auch so viel Kriegsgerät rum. Von rechts kommt was, direkt auf den Punkt. Okay. Ja, ich sehe es. Wenn einer von euch die 8-8er haben will oder so, wenn es knapp wird drüben, sagt ihr Bescheid, gell? Schönes Geschütz. Ja, ein Flammenwerfer. Nächste Welle da, wo du gerade eben noch standest, nicht, dass wir mir vielleicht den Rücken schießen. Ja. Oh nein. Braucht jetzt deine volle Leistung, Simo, das geht nicht. Scheiß. Also bei Worf hatte ich nie Probleme mit sowas. Oh shit, da drüben sind wieder Flammenwerfer unterwegs. Ja, der liegt auf der Straße. Killt mein MG. Ja. Ich bin gleich da mit dem Panzer. Kann ich abschreiben, die Wand. Brennt einfach alles. Oh, Junge. Ja, aber vor allem, der tut durch seine eigenen Flammen kriechen. Geil, der Typ. Der ist gleich tot, der Flammenwerfer. Er ist tot. Haha, so dumm. Der ist einfach... Der hat auch nur die Grundschulung bekommen, wa? Es wird ja hier, also heute ist ja wieder. Ja. Ne? Jesus, ey. Jetzt kommen sie wieder hier von links. Ich muss mich schnellstens umdrehen hier. Also, wer noch einen anderen Panzer haben möchte, ne? Wir haben noch einen Panzer zur Verfügung. Der da auch bei euch in Punkten rumsteht momentan. Also, falls Bedarf ist. Aufpassen! Direkt hinter dir ist T-34! Wow! Oh shit. Komm schon, fahren! Hast du getroffen? Ja, ich hab ihn getroffen, aber er lebt noch. Schön, lad nach. Komm schon, fahr. Ist der durch? Ja, ne? Ja, ist durch. Okay. Oh, Junge. Das ist einfach zu spannend hier. Ich kurz mal eine Sekunde weg, um den anderen Panzer hier irgendwie aufzustellen. Ja, gib mir den anderen Panzer, ich hab nicht so viel zu tun. Ja.
Hier. Oh shit. Ich habe noch Infanterie zu vergeben hier. So, Putzkraft gibt noch Infanterie, Kirito gibt noch Infanterie. Oh, das ist gut. Infanterie finde ich schön. So, und hier. Du kriegst auch nochmal Infanterie, Simo. Mal eben den Munitions-LKW über. Ja. So. Passt ihn. Ja, sieht bisher doch echt gut aus. Muss ja dafür, dass hier ein wilder T-34 hinter mir aufgetaucht ist, den ich durch ein Fenster erschossen habe. Also die könnte man, glaube ich, auch... Kann man? Nee, der ist... Der Ostlegionär Reparaturspot ist schon unterwegs. Sehr gut, sehr gut. Das brauchst du mir doch nicht sagen. Ja. Aber nicht, wenn du ihn kaputt fährst. Ja, ich... Das Gelände hier ist auch furchtbar. Okay, es kommen wieder Leute hinter uns rein hier. Ja, es ist tatsächlich diesmal gar nicht so schlecht gewesen, dass ich immer so total forsch vorgefahren bin, was wir eigentlich jetzt versucht haben, so zu vermeiden in letzter Zeit. Weil wir ja da die Panzer mal früher verloren haben, aber hier war es wohl doch ganz richtig. Jetzt, wo ich es gesagt habe, werde ich ihn bestimmt gleich verlieren. Was erwartest du? Warum erwähnst du sowas auch? Torrens Gesetz wird zuschlagen. Ich stehe mal Mittagessen neben mir, aber naja, das muss jetzt warten. Achtung, es kommt wieder aus der... Mhm. Oh shit. Wie dein Turm in die Richtung, was hat er denn? Das ist einfach ein LKW oder sowas gewesen. Bist du das da vorne? So, lade nach. Okay, ich schätze, der Mörser kriegt das auch von alleine hin. Massiver Infanterieansturm hier. Ach ja. Die Yamato gönnt sich hier. Oh. Flak ist von rechts rangekommen. Ja, ich seh's. Oh mein Gott, und hinter mir ist ein Armored Car. Die Säcke. Komm, fahr rückwärts. Oh, mein Turm ist zerstört. Ich würde mal darum beten, dass die Flak zerstört wird. Ja. Ja, und das war's. Hier leicht in Bedrängnis, weil hier auch einiges los ist auf der Seite. Boah, den Panzer hat's komplett zerrissen, Alter, das sah geil aus. Alter, der hat's den kompletten Turm abgerissen. Das sah krass aus. Das ist jetzt dein Panzer? Ja.
Scheiße. Deine Freude darüber ist, Ja, es sah halt krass aus, du eine Doppelagent hier unterwegs. Da bin ich aus dem Panzer 4 verloren. Aber ich... Ja doch, aber wir haben ja genug Geld. Natürlich, aber ich ärgere mich einfach nicht mehr darüber, weil ich eh weiß, dass ich nichts von ändern kann. Das ist mir eh nur Kontrolle hier passiert. Falsche Munition, die APC-BC möchte ich haben. So, jetzt. Hat's die. Los, mein Flammenwerfer, heiz sie mal ein. Ich habe keine normale Munition mehr. Naja, schieß mal halt mit Heat. Sollte eigentlich auch reichen, die 115 hier, versucht nämlich alles. Dieser Rückwärtsgang ist so räudig. Ja, wir haben ihn gleich gewonnen. Also. Ja. Jetzt eher hier verstecken, nichts mehr riskieren. Also mein eigentlicher Bild ist nicht abgeholt. Dass ich den Panzer 4 wieder verloren, das war so unnötig. Ich habe hier geschraubt wird im Hintergrund. Oh. Ja, kommt noch was, Achtung. Ja. Flakfahrzeug oder so? Ja, Flakfahrzeug. Ist tot, ist Schrott. Meine Packer hat's erwischt. Okay, sehr gut. Ja, wie sie es immer wieder versuchen mit den Dingern, ne? Ja. Okay, ansonsten läuft da noch Infanterie rum. So, ein paar Pünktchen noch. Die Achterbesatzung ist halbtot, aber naja, was soll's. Ich glaube, den T-34 kriegt schon repariert in der Zeit. Ja. Das sind irgendwo MGs oder irgendwas. Da ist ein. Ja, stopp. War noch der Pack. Ah, wir haben gewonnen. Okay, sehr schön. Sehr schön. Dann machen wir noch die Forschung direkt. Splakito ist gegangen. Danke, dass sie. Kaifet hat die gerade echt gut abgeschnitten. Okay, sehr gut. Ja, es war, glaube ich, echt eine gute Entscheidung, dass wir die KI-Verteidigung ziemlich früh auf das zweite Level gehievt haben. Davon profitieren wir dann, also seitdem wir das gemacht haben, profitieren wir echt davon. Ah, die gute Flak 37. Junge, Junge. Das ist einfach das beste MG, was wir haben. Und dann... Richtig nice. Haben wir das Infanteriegeschütz noch? Oder ist das... Warte. Sieht man das irgendwo, was wir verloren haben? Nicht wirklich, glaube ich. Ne, wir haben es noch, ja. Ist doch, also wir haben, der LKW ist noch wahrscheinlich kaputt. Wir haben auch so gut wie nichts zu reparieren. Wir müssen nur 80 für Reparatur ausgeben. Ja, wir brauchen noch den Panzer 4 ersatzweise, weil ich weiß nicht, ich glaube, den haben wir ja verloren. Ja. Ah, ja, natürlich. Den. Ja, wobei, wir können auch den... eigentlich müssen wir nicht wirklich nehmen, weil wir haben noch einen T-34 auf Lack. Oder das, ja. Ja, aber das ist ja mit der Kleinkanone, ne? Könntest du das mal übertragen? Also ich sehe, was du machst. Ach so, warte. Ja. Moment. Und zack... Schieß mir eine Flakseite. Mal kurz in den Forschungsbankum. Vielleicht können wir ja. So, na, nur 3 Punkte. Können wir noch einen besseren Panzer? Nee, brauchst du 5, glaube ich. Oder 4. Aber wir könnten den Panzer 4A. Nee, Ausführung, irgendwas. Was ist denn das für eine. Das ist die J-Variante. Ja, also ich glaube nicht, dass wir das jetzt noch brauchen. Also ehrlich gesagt. Ich meine, was willst du sonst machen? Ja, ja, stimmt auch. Ja. Dann muss aber so einen krassen Panzer. Hier, Ausführung J. Weiß gar nicht, was der für Werte hat, ehrlich gesagt. Ein Punkt haben wir noch. Jetzt endlich meine SDK-FZs freischalten. Ja, da kannst du dir eins raussuchen. Die kosten, glaube ich, nur einen Punkt. So, da. Auswahl erforschen. So, jetzt werden die Open Blitze hier ausgemustert. Die braucht kein Mensch. Ja, hier.
Wie heißt du? Arnold Unruh. Deine Zeit ist vorbei. Arnold Unruh. Ja gut, wir machen das hier mal fertig und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es weitergeht mit dem nächsten Einsatz. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.